Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Es ist wieder Zeit für True Crime, ja? Wir sprechen über den Fall Edmund Kemper der Dritte. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus, dass das Video etwas länger wird, aber da waren einfach einige Details, die wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Ich hoffe aber trotzdem, dass ihr bis zum Ende dabei bleibt, denn die ist krass, ja. Diese True Crime Story ist, glaube ich, etwas krasser als die, die ich sonst mache, würde ich jetzt mal so behaupten. Also, wenn es zu viel wird, dann einfach wegschalten. Kann ich verstehen. Naja, vielleicht sagt er dann am Ende, die war ja gar nicht so schlimm, aber einfach nur so eine Vorwarnung. Ansonsten, wenn du dich für True Crime Stories interessierst, dann würde ich dir raten, meinen Kanal zu abonnieren. Und ansonsten schnapp dir eine Tasse Tee und vielleicht einen Snack und dann würde ich mal sagen, los geht's. Edmund Kemper der Dritte wurde am 18. Dezember 1948 in Burbank, Kalifornien geboren. Er war das zweite Kind von Clarnell und Edmund Kemper Jr., also zum Verständnis, sein Vater hieß auch Edmund und sein Großvater auch, also deshalb ist er quasi der Dritte. Er hatte noch eine ältere und eine jüngere Schwester. Zu seinem Vater hatte er ein ziemlich enges Verhältnis, aber mit seiner Mutter verstand er sich eher weniger. 1957 reichte Clarnell die Mutter dann die Scheidung ein und nahm die Kinder mit nach Montana. Eine ziemlich schwierige Zeit für den neunjährigen Jungen, weil er jetzt keine Bezugsperson mehr hatte. Und seine Mutter war wirklich asozial. Sie hielt es für angebracht, den Jungen etwas abzuhärten, so wie sie es nannte, und schloss ihn häufiger mal im fensterlosen Keller bei den Ratten ein, wenn er sich dann nach ihrem Geschmack daneben benahm. Und manchmal verbrachte er dort sogar die gesamte Nacht. An diesem finsteren Ort entwickelte sich Edmunds Wut auf seine Mutter und schließlich auch sein Hass auf alle Frauen. Seine Mutter vermittelte ihm das Gefühl, dass er gefährlich sei und man sich wegen ihm schämen müsse. Das begründete sie auch teilweise damit, dass er mit 15 Jahren schon 1,90 Meter groß war. Je älter er wurde, umso intensiver wurde sein Hass auf seine Mutter. Edmund, ich sage jetzt einfach mal Ed, er sah seinem leiblichen Vater sehr ähnlich. Er glaubte, dass darin das eigentliche Motiv seiner Mutter lag, ihn wieder und wieder zu bestrafen. Seine Mutter gab ihm sogar die Schuld daran, die Familie zerstört zu haben und dass sie nun alleine für drei Kinder sorgen musste. Für Ed wiederum war seine Mutter die Schuldige im Scheidungsdrama. Sie hatte ihm den Vater genommen, das stand für ihn fest. Mit zunehmendem Alter perfektionierte er die Fähigkeit, nach außen hin wie ein harmloser Tagträumer zu wirken, während er im Inneren düstere Gedanken nachhing. Ed drückte es einmal so aus, Zitat, "Ich lebte die meiste Zeit das Leben einer stinklangweiligen, gewöhnlichen Person, aber gleichzeitig bewegte ich mich in einem Paralleluniversum, das unglaublich brutal war." Zitat Ende. Mit 10 Jahren hatte er bereits Fantasien über Frauen, die eindeutig sexueller Natur waren. Auch die Geschichten, die seine Schwestern über Eds Kindheit zu erzählen hatten, zeichneten ein beunruhigendes Bild. Eds jüngere Schwester erinnerte sich, dass er häufig mal die Köpfe ihrer Puppen abschnitt. Eines von Eds Lieblingsspielen war auch die eigene Hinrichtung. Seine Schwester musste ihn zum vermeintlichen Hinrichtungsstuhl einer Gaskammer führen, ihm die Augen verbinden und schließlich einen imaginären Hebel betätigen, um das Gas freizusetzen. Danach zuckte Ed wie wild auf dem Stuhl herum, als würde er sterben. Bereits in der Kindheit überschritt Ed mehrfach die Linie zwischen Fantasie und Wirklichkeit. Die Familie hatte zum Beispiel 2 Hauskatzen und beide fielen dem Ed zum Opfer. Die erste Katze vergrub er bei lebendigem Leib in einem Erdloch. Später buddelte er sie wieder aus und schnitt ihr den Kopf ab. Er erinnerte sich später, wie mächtig er sich damals gefühlt hatte. Als er 13 Jahre alt war, schlachtete er die 2. Katze mit einer Machete. Die Überreste stopfte er in seinen Kleiderschrank, wo seine Mutter sie dann schließlich fand. Der Junge war nicht nur schwer gestört, was sie immer schon vermutet hatte, er war inzwischen auch brandgefährlich. Von nun an bezeichnete Clarnell ihn stets als Psychopathen. Im selben Jahr, im Sommer 1963, zog Ed von zu Hause aus und zog zu seinem leiblichen Vater, der in einem Vorort von Los Angeles wohnte. Er hoffte, dass es ihm dort besser ergehen würde. Doch er stellte schnell fest, dass sein Vater ganz und gar nicht erfreut über sein Kommen war. Der Mann hatte inzwischen ein 2. Mal geheiratet und mit seiner Frau ein gemeinsames
seinem Sohn. Er ließ Ed einige Zeit bei sich wohnen, aber schickte ihn dann wieder zurück nach Montana zu seiner Mutter. Der einzige Mann, den er als seinen einzigen Verbündeten auf Erden angesehen hatte, verriet ihn. Die Dinge verkomplizierten sich noch mehr für Ed. Als er wieder bei seiner Mutter eintraf, war er dort ebenso wenig erwünscht. Clannell hatte zwischenzeitlich ein zweites Mal geheiratet und sich erneut getrennt und plante nun Ehe Nummer 3. Und dieses Riesenbaby von einem Sohn bereitete nur Ärger, den sie gerade nicht gebrauchen konnte. Sie schickte Ed deshalb zu den Eltern ihres Ex-Mannes, also seinen Großeltern, fairerweise mit einem Warnhinweis, sie sollten sich nicht wundern, falls der Junge sie eines Tages umbringen würde. Ich meine, das klingt ironisch, aber da ist schon was dran. Seine Familie schob ihn von einem Ort zum anderen. Ed war inzwischen 15 Jahre alt und bereits 1,93 Meter groß. Er war eine tickende Zeitbombe. Sein Frust und seine Wut wuchsen täglich, aber niemand wusste, wie man mit dieser Wut wirklich umgehen sollte. Man könnte nun annehmen, dass er sich bei seiner Großmutter geborgen fühlte, weil er in ihr vielleicht eine Verbündete entdeckte. Ich meine, auch sie konnte Clannell, seine Mutter, nicht ausstehen. Aber weit gefehlt, denn in Wirklichkeit verhielt sich seine Großmutter ähnlich wie seine Mutter. Sie meckerte ihn dauernd an, sie sagte ihm, was er zu tun und was er zu lassen hatte. Sie machte ihm unmissverständlich klar, was für ein Nichtsnutz er war. Am Nachmittag des 27. August 1964 stritt Ed sich mit seiner 66-jährigen Großmutter. Die Wut, die sich eigentlich gegen seine Mutter richtete, hatte er inzwischen auf seine Großmutter übertragen. Es reichten ein paar Bemerkungen und bei Ed flogen alle Sicherungen raus. Und schließlich schnappt er sich das Gewehr, das ihm sein Großvater zu Weihnachten geschenkt hatte. Seine Großmutter interpretierte in dem Moment diese Situation total falsch und war so wie, Ed, leg das Gewehr weg. Du wagst es jetzt bloß nicht, in den Wald zu gehen und wieder ein paar Vögel abzuschießen. Tu das nicht, tu dies nicht. Aber dieses Mal wollte Ed keine Vögel erschießen. Heute würde er die Jagdsaison auf Menschen eröffnen. Ed drehte sich um und schoss seiner Großmutter mitten ins Gesicht. Als sie auf dem Küchenboden lag, feuerte er ihr zwei weitere Kugeln in den Rücken. Dann schnappte er sich ein Küchenmesser und stach wie von Sinnen auf sie ein. Ed hatte zwar schon etliche Jahre über das Töten von Menschen fantasiert, dennoch war sein erster Mord eine eher spontane Tat, die er nicht wirklich geplant hatte. Doch was danach passierte, zeigte im Ansatz schon, aus welchem Holz dieser Ed geschnitten war. Ihm wurde nämlich klar, dass sein Großvater wohl wie verrückt nach der Oma suchen würde und wenn er dann ihre Leiche fände, würde er wahrscheinlich einen Herzstillstand erleiden. Und das wollte Ed natürlich vermeiden. In diesem Moment fuhr dann sein Großvater in der Einfahrt vor. Der 15-jährige Enkelsohn ging zum Fenster und beobachtete ihn. Als er dann aus dem Wagen stieg, schoss ihn Ed nieder. Später behauptete er gegenüber der Polizei, er habe seinem Großvater den Schmerz ersparen wollen, die eigene Frau tot aufzufinden. Zudem auch noch erschossen vom eigenen Enkel. Was ein gnadenvoller Akt, Ed. Er rief schließlich seine Mutter an und schilderte ihr, welches unglaubliche Verbrechen er gerade begangen hatte. Er fragte sie, was er tun solle und Clannell drängte ihren Sohn dazu, die Polizei zu benachrichtigen und sich so vorzustellen. Es gab keinen anderen Weg, sonst würde sie nämlich die Polizei rufen. Daraufhin verständigt er also die Polizei und als die Beamten die Ranch erreichten, erwarteten sie ein völlig entspannten Ed, der auf der Veranda des Hauses saß. Die Polizisten zogen jemanden vom Jugendamt hinzu, um den Jungen zu vernehmen und fast schon emotionslos schilderte er, was geschehen war. Zudem sagte er etwas, was die Beamten schockierten. Er habe seine Großmutter getötet, um zu sehen, wie sich das anfühlt. Das ist schon krass, vor allem weil das aus dem Mund eines 15-Jährigen kommt. Die Behörden hatten keine Ahnung, wie sie mit dem Jungen umgehen sollten. Zunächst ließ man ihn von Psychiatern begutachten und überraschenderweise hatte Ed ein sehr, sehr hohes IQ. Er hatte ein IQ von 145, was vielleicht nicht so überraschend ist, weil irgendwie die meisten Serienmörder ein ziemlich, ziemlich hohes IQ haben. Aber Genie und Wahnsinn lag schon bekanntlich oft
sehr nah beieinander. So landete der 15-jährige Ed statt in einem Jugendknast oder einer Erziehungsanstalt für verhaltensauffällige Jugendliche im Hospital einer geschlossenen furenischen Klinik. Und dort saßen wirklich die Creme de la Creme der kalifornischen Schwerstkriminellen ein. Darunter auch Ed anscheinend. Aufgrund seines Alters und seiner hervorstechenden Intelligenz zählte er zu den Lieblingen der behandelnden Ärzte. Er wusste diesen Umstand zu seinem Vorteil zu nutzen und zeigte Interesse an der Arbeit der Ärzte. Die Psychiater waren angenehm überrascht. Normalerweise betrachteten die Patienten sie als natürliche Feinde. Bereitwillig erklärten die Ärzte dem wissbegierigen Jungen, wie sie methodisch vorgehen. Sie erläuterten ihm detailliert, wie sie einen psychologischen Test oder ein komplettes Gutachten erstellten. Ed durfte ihn dabei sogar assistieren und bekam dadurch erstklassige Informationen aus erster Hand. Er prägte sich ein, wie unterschiedliche Antworten zu bestimmten Testfragen von den Psychiatern bewertet wurden. Als er dann selbst begutachtet wurde, bestand er alle psychologischen Evaluationen mit Bravour. Was, wenn man darüber nachdenkt, wurde der Psychiater einfach von seinem eigenen Patienten manipuliert. Mit 21 Jahren, also 6 Jahre nach dem Doppelmord, verließ Ed die geschlossene Anstalt und war wieder in Freiheit, angeblich geheilt. Als die Bewährungskommission Ed entließ, empfahlen die Psychiater ausdrücklich, dass der entlassene Patient nicht zu seiner Mutter Clanell zurückkehren sollte. Diese Frau war nämlich Gift für den Jungen. Sie löste Aggressionen bei ihm aus, die er nicht kontrollieren konnte. Aber ihm blieb letztendlich gar keine andere Wahl, weil er nämlich kein Geld und auch keinen Job gefunden hatte. Und wenn er nicht auf der Straße landen wollte, musste er wieder bei seiner Mutter einziehen. Und sobald Ed dort wieder einzog, flogen regelmäßig die Fetzen. Die Nachbarn wurden öfters unfreiwillig Zeugen der lautstarken Auseinandersetzung, die sich aus den ständigen Sticheleien und Demütigungen seiner Mutter ergaben. Nach seiner Entlassung wollte Ed gerne mal junge Frauen kennenlernen, ganz ohne den Hintergedanken zu töten. Okay, das kam erst später. Er hat es auch normal versuchen wollen. Er fragte seine Mutter, ob sie ihm nicht vielleicht ein paar der Studentinnen vorstellen könne, denn seine Mutter hatte nämlich in einer Universität gearbeitet. Aber sie weigerte sich. Ed erinnerte sich später in einem Interview, Zitat, sie sagte, sie seien zu gut für mich. Sie sagte, ich sei wie mein Vater, ich verdiente es gar nicht, sie kennenzulernen. Zitat Ende. Ed flippte bei solchen Sprüchen regelmäßig aus. Seine Mutter war echt gemein und freute sich sogar, dass sie mit ihren Bemerkungen wieder voll ins Schwarze getroffen hatte. Um sich abzuregen, fuhr Ed dann immer öfters in der Gegend herum und hielt Ausschau nach den Mädchen, die er nicht haben durfte. Während dieser Zeit versuchte Ed auch Polizist zu werden. Diese Arbeit faszinierte ihn einfach. In seiner Freizeit verschlang er die damals populären Detektiv- und True-Crime-Magazine. Doch bei einem Beratungsgespräch stellte sich heraus, dass Big Ed zu groß für den Polizeidienst war und er wurde nicht angenommen. Bis dahin war er nämlich schon knapp über 2 Meter groß. Dennoch befreundete er sich mit einigen Polizeibeamten an, mit denen er sich dann regelmäßig traf. Die ziellose Herumfahrerei entwickelte sich dann zu Eds großer Leidenschaft. Er legte am Tag oftmals mehrere hundert Kilometer zurück. Ed erklärte das später wie folgt. Nachdem er nämlich den Großteil seiner Jugend eingesperrt gewesen sei, habe er einen großen Freiheitsdrang verspürt. Die Fahrten kreuz und quer durch Kalifornien hätten ihm genau dieses Gefühl vermittelt. Doch bei seinen Ausflügen fiel ihm eine bestimmte Sache auf, und zwar, dass am Straßenrand jede Menge junger Anhalterinnen stand. An der Westküste war diese Fortbewegungsart gerade unter Studenten äußerst beliebt. Ed musterte die attraktiven Frauen aufmerksam, er malte sich auf seinen langen Fahrten aus, welche Dinge er mit ihnen anstellen könnte. Die Fantasien wurden mit der Zeit immer konkreter und immer gewalttätiger. Und dann beschloss er, seine Träume zu verwirklichen. Er nahm über einen längeren Zeitraum Anhalterinnen mit, ohne ihnen ein Haar zu krümmen oder sie in irgendwelcher Weise zu belästigen. Er wollte lernen, wie diese Begegnungen typischerweise abliefen. Bis dahin hatte er nämlich nicht so viel Erfahrung mit Frauen gehabt. Er wollte wissen, wie die Mädchen auf ihn reagierten, welches Verhalten sie abschreckte und welches sie Vertrauen schöpfen ließ.
hieß. Es stellte sich heraus, dass Ed mit der Zeit eine erfolgreiche Strategie entwickelt hatte, dem Mädchen vorzugaukeln, sie seien in seiner Gegenwart in Sicherheit. Er tat zunächst so, als habe er überhaupt kein Interesse daran, die Mädchen mitzunehmen. Er schaute auf die Uhr und stellte so laut Berechnungen an, nach dem Motto, wenn ich dich dahin bringe, dann müsste ich den und den Umweg machen. Ah, sieht nicht so gut aus. Aber heute drücke ich mal ein Auge zu, Schnecke. Steig ein. Ed, wir wissen ganz genau, du hast nichts vor. Damit es so aussieht, so, oh, ich nehme dich ganz spontan mit, weil ich ein guter Kerl bin und ich habe das gar nicht alles im Voraus geplant, dass ich gleich deinen Kopf abhacken werde. Nach Eds Einschätzung chauffierte er mehr als 150 Tramperinnen durch die Gegend, bevor er im Mai 1972 zuschlug. Er sagte an dem Tag, Zitat, der Tag, nachdem ich mich mein Leben lang gesehnt hatte. Heute würde ich wieder nach einem hübschen Mädchen am Straßenrand Ausschau halten, wie schon so oft zuvor. Aber etwas war anders. Heute würde ich dieses Mädchen töten. Sie würde ganz alleine mir gehören. Das stand für mich schon fest, bevor ich mich an diesem Sonntag ins Auto setzte. Zitat Ende. Es war der 7. Mai 1972. Ed hatte keinen genauen Ort festgelegt, an welchem er sein Opfer treffen würde. Die besten Plätze befanden sich in der Nähe von Universitäten. Studentinnen liebten es, per Anhalter zu fahren. Das gehörte zu dem Lebensgefühl der damaligen Jahre dazu. Was können wir uns jetzt bitte eine Minute nehmen und uns darauf einigen, dass wir das niemals machen werden? Dankeschön. Vor allem nicht in den USA. Das ist schon mal gar nicht. Edmund fuhr an diesem Tag unter anderem durch die Universitätsstadt Berkeley in der Nähe von San Francisco. Da entdeckte er die beiden 18-jährigen Studentinnen Mary Ann und Anita am Straßenrand. Die beiden Mädchen waren Studentinnen und wollten Freunde, die in einem Wohnheim an der Stanford University lebten, besuchen. Ed erinnerte sich später an die Begegnung und sagte, Zitat, ich hatte nach einem Opfer Ausschau gehalten. Nun stand da plötzlich zwei Frauen. Egal, es gab jetzt kein Zurück mehr. Die beiden Mädchen waren praktisch schon tot in dem Moment, in dem ich sie sah. Sie waren auch unglaublich naiv. Sie hielten sich für clever, weil sie zu zweit trampten. Sie dachten, ihnen könnte nichts passieren. Sie glaubten, sie hätten alles im Griff. Es tat schon fast weh, wie blauäugig die beiden durchs Leben gingen. Zitat Ende. Mary und Anita konnten ihr Glück kaum fassen. Der Fremde bot ihn nicht nur an, sie mitzunehmen. Er wollte sie sogar direkt bis nach Stanford bringen, das eine knappe Stunde Fahrzeit entfernt lag. Er sagte, dass er dafür Sorge tragen wolle, dass sie sicher ans Ziel kämen. Man könne heute gar nicht vorsichtig genug sein, sagte er. Ach was, Ed, erzähl mir mehr. Ed fuhr rund 15 Kilometer in Richtung Stanford, bis er vom Highway in einen einsamen Waldweg abbog. Die Studentinnen spürten instinktiv, dass ihnen Gefahr drohte, und Ed witterte ihre Angst. Er merkte, wie sie verstummten und die Gedanken in ihrem Kopf rasten. Ed erzählte ihnen frei heraus, dass er sie vergewaltigen werde. Dann hielt er an. Zunächst wandte er sich Mary zu, die auf dem Rücksitz saß. Er fesselte sie mit Handschellen und stülpte ihr eine Tüte über den Kopf. Anschließend zwang er Anita, ihm zum Kofferraum zu folgen, indem er sie einsperrte. Dann kehrte er zu Mary zurück. Er versuchte ihr mit der Tüte die Luft abzuschnüren. Das funktionierte jedoch nicht. Daraufhin zückte er ein Messer und stach auf sie ein. Die Klinge prallte an ihrem Rückenwirbel ab und drang nicht ein. Mary kämpfte viele lange Minuten um ihr Leben. Am Ende vergeblich. Ed bekam ihren Hals zu fassen und schnitt ihr die Gurgel durch. Danach ging Ed wieder zum Kofferraum. Anita hatte den Todeskampf ihrer Freundin aus nächster Nähe mit angehört. Sie wusste nun, was auf sie zukam. Sie wehrte sich verzweifelt gegen Eds Attacken. Auch in diesem Fall dauerte es ziemlich lange, bis Ed sie schließlich ermordet hatte. Aber nicht nur die Mädchen hatten gepanikt. Auch Ed war inzwischen in Panik geraten. Doch er hatte nicht erwartet, dass das Töten eines Menschen so lange dauerte und solche Probleme bereiteten. Er hatte sich Spaß und ein Hochgefühl versprochen und das Einzige, was er bekam, waren wilde Schläge, Tritte und Angstschreie, die ihn völlig kirre machten. Ed rannte daraufhin in den Wald. Er wollte nur noch weg. Erst als er ein paar hundert Meter gelaufen war, kam er wieder zu Verstand. Am Straßenrand lagen zwei Leichen in einem Wagen. Seinem Wagen. Er musste die Toten sofort wegschaffen, sonst würde man ihn schnappen. Er musste so vorgehen, wie er es sich zuvor überlegt hatte. Es warteten jedoch weitere Schwierigkeiten auf Ed. Er geriet auf der Rückfahrt
Rückfahrt zu seinem Haus in eine Verkehrskontrolle. Der Streifenbeamte sah ein kaputtes Rücklicht an seinem Fahrzeug. Anita hatte den Scheinwerfer zertreten, als sie um ihr Leben kämpfte. Dieses Mal behielt Ed aber die Kontrolle über sich, obwohl im Inneren ein Sturm tobte, wie er später eingestand. Er gab sich nach außen hin völlig ruhig und antwortete höflich auf die Frage des Polizisten. Und so kam er mit einer Verwarnung davon. Ed stellte später klar, wenn sich der Beamte entschieden hätte, den Wagen einer Routinekontrolle zu unterziehen und von ihm verlangt hätte, den Kofferraum zu öffnen, hätte er ihn auf der Stelle umgebracht. Als die Mädchen nicht wie vereinbart in Stanford auftauchten, benachrichtigten die Freunde und Familie die Polizei. Doch die Beamten behandelten die Anzeige wie jeden anderen vermissten Fall. Es gab keinen Hinweis auf eine Gewalttat. Die beiden Studentinnen waren außerdem volljährig. Und ich sag mal so, zu dieser Zeit war ja so die Hippie-Phase, die Hippie-Zeit, und es war halt normal, dass viele junge Erwachsene für ein paar Tage verschwanden und dann wieder zurückkehrten. So traf Ed an diesem Sonntagabend im Mai mit zwei Leichen im Gepäck in sein Haus ein. Seine Mutter war nicht da und so war er völlig ungestört. Er wickelte die Frauen in Decken ein und schleppte sie in sein Zimmer, wo er sie auf den Boden legte. Er fotografierte zunächst die Leichnam, bevor er die toten Frauen vergewaltigte. Dann zerstückelte er sie. Methodisch und langsam trennte er ein Körperglied nach dem anderen ab. Bei jedem Schnitt legte er eine Pause ein und machte ein neues Foto. Das Zerteilen der Leichen hatte ihn sexuell hochgradig erregt. Insbesondere die Schädel hatten es ihm angetan. Danach verpackte er die Leichenreste in Müllsäcke und fuhr mit ihnen zu einem Berg in der Umgebung und warf sie in eine Schlucht. Einen der beiden Köpfe fand die Polizei am 15. August 1972. Er konnte Mary zugeordnet werden und spätestens ab diesem Zeitpunkt musste die Polizei davon ausgehen, dass die beiden Anhalterinnen einem Mord zum Opfer gefallen waren. Ed vertrieb sich die Sommermonate währenddessen mit endlosen Autotouren durch Kalifornien, auf denen er zahllose Anhalterinnen mitnahm. Er tötete nicht, der Rausch des Doppelmordes hielt noch an. Er brachte die jungen Frauen sicher ans Ziel, wo immer sie hin wollten. Er unterhielt sich mit seinen Fahrgästen sogar über die verschwundenen Studenten und darüber, was mit ihnen wohl passiert war. Ich weiß es nicht. Sag es uns, Ed. Er gab ihnen sogar den gut gemeinten Ratschlag, das Trampen zu vermeiden. Er sagte später, sobald eine von ihnen die Tür zu meinem Wagen öffnete, war ihr Leben in meinen Händen. Ich besaß sie. Zitat Ende. Eds Spitzname lautete Big Ed, denn wer ihn sah, wusste ganz genau warum. Er war nämlich über 2 Meter groß und wog 140 Kilogramm. Der Mann war ein Riese, er galt jedoch als Riesenbaby, der keiner Fliege was zuleidet hat. Wir wissen es jetzt besser. Der 23-jährige Riese kehrte am 14. September 1972 wieder nach Berkeley zurück und hielt nach Anhalterin Ausschau. Aiko Ko, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, war ein zierliches Mädchen. Sie stand an dem Tag an einer Bushaltestelle. Sie hatte gerade ihren Bus nach San Francisco verpasst, wo sie nämlich zum Tanzunterricht wollte. Der Termin war ihr so wichtig, dass sie danach sogar den Daumen raushielt. Und wer tauchte schon im nächsten Moment auf? Genau, Big Ed. Ed war überrascht, als Aiko ihm sagte, dass sie erst 15 Jahre alt war. Egal, er hatte sich bereits entschieden, es gab kein Zurück mehr. Über das, was im Wagen geschah, erzählte Ed später, Zitat, irgendwann zog ich meine Pistole hervor. Dieses Mal wollte ich kein langes Schreien, keinen Kampf, ich wollte bloß töten. Also hatte ich mir eine Schusswaffe besorgt. Ich zeigte ihr das Teil und hielt es ihr vors Gesicht. Sie flippte total aus, Zitat Ende. Dann hielt Ed an einer abgelegenen Stelle an und ging sofort zum Angriff über. Er drückte ihr die Nasenlöcher zusammen und hielt ihr mit seiner riesigen Hand den Mund zu. Das Mädchen bekam keine Luft mehr und verlor das Bewusstsein. Dann vergewaltigte und erdrosselte er das 15-jährige Mädchen. Er warf ihren Leichnam in den Kofferraum und fuhr ziellos in der Gegend herum. Dann schaffte er die Leiche in einen abgelegenen Ort und zerstückelte sie. Am 7. Januar 1973 erblickte Ed
bleibt dann die 19-jährige Studentin Cindy Schall am Straßenrand stehen. Sie hatte in der Nähe eines Colleges auf eine Mitfahrtgelegenheit gehofft. Ed fuhr mit Cindy bis zu einem einsamen Stück Landstraße. Dieses Mal erschoss er die Studentin sofort, ohne lange nachzudenken. Bei Mary und Anita war ihm die Situation außer Kontrolle geraten und bei Aiko hatte er herumexperimentiert. Jetzt war er sicher, dass er seine Opfer gar nicht foltern wollte. Ihn erregten ausschließlich die Dinge, die er danach mit ihnen anstellte. Ed nahm den Leichnam mit in das Haus seiner Mutter. Er zerteilte ihn dort in der Badewanne, enthauptete die Tote und behielt die Leichenteile über Nacht in seinem Zimmer. Wie man da noch schlafen kann. Den Kopf vergrub er am nächsten Morgen im Garten unter seinem Schlafzimmerfenster. Am nächsten Tag fuhr er dann zum Strand und warf die übrigen Körperteile von den Klippen ins Meer. Zwei Tage später entdeckte ein Jogger am Strand Arme und Beine der Leiche. Kurz darauf wurde der Torso an Land getrieben und später folgte der Unterleib. Die Röntgenaufnahmen bestätigten, dass es sich um die sterblichen Überreste von Cindy Schall handelte. In Santa Cruz drehten die Leute komplett durch. Die Zeitung publizierten jeden Tag neue Artikel über den schrecklichen Mörder von Santa Cruz, der die hübschen Mädchen der Umgebung grausam zerstückelte. Aber Ed war noch nicht fertig. Am 5. Februar 1973 hatte Ed einen fürchterlichen Streit mit seiner Mutter. Er ließ auf seine Art und Weise Dampf ab. Er fuhr zum Arbeitsplatz seiner Mutter hinaus und hielt auf dem Campus der Universität nach potenziellen Opfern Ausschau. Er würde sich an ihr rächen, indem er seinen nächsten Mord quasi direkt vor ihren Augen begeht. Zunächst traf er die 24-jährige Anhalterin Rosalyn. Als sie in seinem Wagen Platz genommen hatte, entdeckte Ed eine weitere Tramperin, die 23-jährige Elise, und nahm sie ebenfalls mit. Ed erzählte später im Verhör, Zitat, ich fuhr ein wenig kreuz und quer durch die Gegend, dann verlangsamte ich das Tempo an einer Stelle, an der sonst niemand zu sehen war. Ich sagte zu den beiden, was für eine schöne Aussicht. Ich hielt einen Moment an, die beiden blickten zum Fenster hinaus. In der Zeit hatte ich meine Pistole unterm Sitz hervorgekramt. Ich zielte auf den Kopf von Rosalyn und drückte ab. Sie fiel mit dem Gesicht gegen das Fenster. Alice geriet natürlich in Panik. Sie riss die Hände hoch, um ihr Gesicht zu schützen, aber ich drückte ab. Zitat Ende. Danach hüllte er die beiden Frauen in zwei Decken ein und schaffte dann die Leichen zum Haus seiner Mutter, wo er sie dann zerlegte und enthauptete. Er tat dies am helllichten Tag und in der Straße, in der die Mutter lebte, standen die Einfamilienhäuser ziemlich dicht aneinander. Ihm war bewusst, dass jederzeit ein Nachbar aus seinem Fenster im Erdgeschoss rausschauen konnte. Ich meine, es hätte nur ein Blick gereicht, um ihn auf frischer Tat zu erwischen. Aber nichts dergleichen geschah. Ausgerechnet Big Ed war unsichtbar. Was eine Ironie. Am nächsten Tag verteilte er die Körperteile wieder im Meer. Ed befürchtete, dass ihm die Polizei auf die Spur gekommen war. Er war davon überzeugt, dass ihm nicht mehr viel Zeit bliebe, bis sie ihn schnappten. Bevor dies geschah, musste er noch etwas erledigen. Eine Sache, die ihn mehr auf den Nägeln brannte als alles andere. Eine weitere Frau würde sterben müssen. Eine, die den unbändigen Hass, den er für alle Frauen empfand, über viele Jahre genährt hatte. Könnt ihr euch vorstellen, wen ich meine? Genau, die eigene Mutti. Die sechs jungen Frauen, die Ed bis dahin getötet hatte, waren nur das Vorspiel für das große Finale. Zumindest sahen das einige Experten so. Ihrer Meinung nach richtete sich Eds Wut von Anfang an auf seine Mutter. Ein FBI-Experte erfuhr später von Ed zum Beispiel, dass dieser bereits lange vor seinem ersten Studentinnenmord nachts das Schlafzimmer seiner Mutter aufgesucht und sie im Schlaf beobachtet hatte. Dann habe er sich in Gedanken ausgemalt, wie er ihr mit einem Hammer den Kopf zertrümmern würde. Aus Eds eigener Wahrnehmung führten andere Gründe aber dazu, dass er letztlich seine Mutter tötete. Ed rechnete nämlich täglich mit seiner Festnahme und er fragte sich ständig, wie würde seine Mutter darauf reagieren?
Davor hatte er noch mehr Angst als vor dem Gefängnis. Er sagte, Zitat, sie wusste ganz genau, welche Knöpfe sie bei mir drücken musste, damit ich mich wie ein nutzloses kleines Balg fühlte. Zitat Ende. An Karfreitag 1947 war es dann soweit. An dem Abend war Clarnell mit Freunden ausgegangen und kam angetrunken nach Hause. Laut Ed betrat er dann ihr Schlafzimmer und blieb stumm in der Tür stehen. Seine Mutter habe ihn daraufhin abfällig von der Seite angeschaut und gesagt, Zitat, hast du auch noch was zu sagen oder willst du nur den Sauerstoff hier verbrauchen? Dann verzieh dich, ich will nämlich schlafen. Zitat Ende. Ed verschwand daraufhin, ohne einen Mucks zu machen. Als er sicher war, dass sie eingeschlafen war, kehrte er jedoch zurück. Dieses Mal hatte er aber was mitgebracht. Ein Hammer. Er schlug ihr den Schädel ein, bis der Knochen zertrümmert war. Danach schnitt er ihr den Kopf ab, den er anschließend im Wohnzimmer auf den Kamin stellte. Später sagte Ed, er habe sich gewünscht, dass seine Mutter aufgeblieben wäre und mit ihm gesprochen hätte. Stattdessen führte er nun einen Monolog vor dem Wohnzimmerkamin. Er hatte seiner Mutter viel zu erzählen und zum ersten Mal in seinem Leben gab ihm diese Frau keine Widerworte. Er schrie sie an, er weinte, er bewarf sie sogar mit Dartpfeilen und, hört zu, jetzt kommt's, ich kann nicht, er steckte seinen Penis in ihren Mund und schändete den abgeschnittenen Kopf. Er verübte Oralsex mit dem Kopf seiner Mutter. Also das war so die ultimative Demütigung. So befriedigend das Gefühl auch für ihn gewesen war, seiner Mutter endgültig den Mund zu stopfen und seine Ruhe vor ihr zu haben. Sobald der Mord entdeckt wurde, war er geliefert. Eds Kopf ratterte, die beste Freundin seiner Mutter, ihr Name war Sally und auch eine Nachbarin, würde bald im Haus seiner Mutter auftauchen. Und sie würde die Leiche finden und ihn natürlich bei den Bullen verraten. Und so musste Sally nun auch verschwinden. Daraufhin fuhr er bei ihr vorbei und lud sie zum Abendessen ein. Er behauptete, seine Mutter habe für Ostern ein tolles Festmahl vorbereitet. Er habe ein paar schöne Filme besorgt und sie sei herzlich willkommen. Sally bleibt zu Hause. Sally war aber entzückt von der Einladung und brezelte sich richtig auf und sie machte sich auf den Weg. Doch sobald sie das Haus ihrer Freundin betreten hatte, tötete Ed Sally auf der Stelle. Er schnitt ihr den Kopf ab und vergewaltigte den Leichnam. Anschließend packte er beide Leichen in einen Schrank. Ed hatte inzwischen genügend Zeit gehabt, über die Konsequenzen seiner Verbrechen nachzudenken. Zwei ältere Frauen, die viele Leute kannten, waren verschwunden. Es war sinnlos, die sterblichen Überreste seiner Mutter und auch von Sally zu beseitigen. Die Sache würde so oder so auffliegen. Ed setzte sich daraufhin hin und schrieb eine Notiz für die Polizeibeamten, falls sie die Leichen entdecken sollten. Darauf stand, Zitat, Samstag, 21. April 1973, 5.15 Uhr. Es ging schnell. Sie schlief, wie ich es wollte. Sie muss sich nun keine Sorgen mehr machen, einen grausamen Mörder großgezogen zu haben. Tut mir leid, Leute, wegen der Schweinerei. Hab keine Zeit mehr gehabt, aufzuräumen. Zitat Ende. Anschließend floh Ed in Sallys Wagen. In den nächsten Stunden fuhr er kreuz und quer durch den Westen. Irgendwo auf der Straße blieb er dann stehen, denn ihm wurde schlagartig klar, dass seine Flucht kein Ziel hatte. Seine Mutter war stets der wichtigste und einzige Zufluchtspunkt für ihn gewesen, schon sein ganzes Leben lang. Doch seine Mutter war nun tot. Ohne sie war Ed nicht überlebensfähig. Am Ostermontag nach 2500 Kilometer Fahrt hielt er dann vor einer Telefonzelle an. Ed wählte die Nummer der Polizei von Santa Cruz. Die Beamten hörten am Telefon die Stimme des völlig durchdrehenden Ed, den sie auch natürlich privat kannten. Der wollte ihn nun allen Ernstes weismachen, dass er in seinem Haus einen Doppelmord begangen habe und dabei auch seine Mutter getötet hatte. Und ach ja, die sechs verschwundenen Studenten, die habe ich ebenfalls kalt gemacht. Und die Beamten haben ihm erst nichts geglaubt und waren so wie, schon klar, Ed, schlaf mal deinen Rausch aus, dann reden wir später weiter. Sie wussten ja, wer am anderen Ende der Leitung war. Sie hatten mit Ed zusammen gegessen, getrunken, geredet und gelacht. Dieses gutmütige Riesenbaby tat doch keiner Fliege was zuleide. Oder vielleicht doch?
Sie glaubten ihn eine ganze Weile nicht, bis sie sich dann schließlich nach mehreren Stunden dazu entschieden, zum Haus seiner Mutter zu fahren. Sobald sie das Haus betraten, wehte ihm der unverwechselbare Verwesungsgeruch entgegen. Alle Räume wurden natürlich sofort durchsucht und als dann schließlich ein Beamter die Schranktür öffnete, sah er schließlich jede Menge Blut und Haare. Und daraufhin wurde dann die Mordkommission verständigt. Die Ermittler fanden alles exakt so vor, wie es Ed am Telefon beschrieben hatte. Zwei weibliche Leichen mittleren Alters, beide enthauptet. Aus einem der Köpfe ragten Dartpfeile hervor. In der Küche entdeckten sie eine Zunge und einen Kehlkopf, die Ed seiner Mutter herausgeschnitten hatte. Als Ed verhaftet wurde, hinterließ er einen gespenstischen Eindruck auf die Ermittler. Er war die Ruhe selbst. Schließlich hatte er selbst die Polizei zu Hilfe gerufen. Wenn die Beamten keinen blassen Schimmer hatten, was in ihrer Gemeinde so vor sich ging, musste ihm dann mal ein hilfsbereiter Serienmörder auf die Sprünge helfen. Ihm sei bewusst, dass er hochgradig gefährlich sei und sich nicht immer unter Kontrolle habe. Die Beamten waren verblüfft aufgrund der Selbsteinsicht. In diesem ersten Verhör, das mehrere Stunden dauerte, gestand Ed alle seine Morde. Er ließ nichts aus und schilderte im Detail, was er mit seinen Opfern angestellt hatte. Keiner der Beamten hatte jemals im Laufe seiner Karriere etwas Ähnliches Bizarres gehört. Der Horror in seiner reinsten Form. Ich meine, was sollte man bloß mit diesem gestörten jungen Mann anfangen, der so freimütig, analytisch und klug über seine Perversität berichtete? Und falls ich das nicht erwähnt habe, etwa zu diesem Zeitpunkt 24 Jahre alt. Er zeigte den Beamten die Stelle, an denen er die Überreste seiner Opfer vergraben hatte, die man bisher noch nicht gefunden hat. Die Ermittler begriffen allmählich, warum ihn der Code Butcher, wie er von den Medien genannt wurde, so lange entkommen konnte. Ed hatte ständig an den Orten rumgelungert, an denen sich Polizisten aufhielten. Sie hatten offen vor ihm gesprochen, hatten erzählt, welche Spuren sie entdeckt hatten, welche Hinweise sie nachgingen, welche Fallen sie dem Täter stellen wollten und welche Ermittlungsstrategie man verfolgte. Also Ed wusste über jeden Schritt der Polizei Bescheid und konnte sie so austricksen. Als er seine Mutter getötet hatte, hatte er keinen Grund mehr, weitere Menschen umzubringen. Ed hatte sein eigenes Ziel erreicht. Die Psychiater wollten von Ed auch wissen, warum er denn nicht einfach versucht habe, eine normale Beziehung zu einer jungen Frau aufzubauen. Ed erklärte seine Motive wie folgt. Er sagte, Zitat, zum einen, was soll ich Ihnen bitte über mich erzählen, dass ich 6 Jahre in einer Anstalt verbracht habe und ach ja, übrigens, meine Großeltern, die habe ich auch noch umgebracht. Aber entscheidender war meine Frust, den mir meine Mutter eingepflanzt hatte. Ich hatte Riesenängste, in einer Beziehung zu einer Frau zu versagen. Ich war einfach unfähig, auf dieser Ebene mit Frauen zu kommunizieren. Ich wäre lieber gestorben, als einer zu gestehen, dass ich sie toll fand, dass ich sie begehre. Das hat mich zutiefst frustriert. Wir haben jetzt kein Mitleid mit ihm. Seine Vorstellung einer befriedigenden Beziehung zu einer Frau bestand darin, sie zu töten. Damit erlangte er die vollständige Kontrolle und Dominanz. Darin erschöpfte sich seine Definition einer zwischenmenschlichen Beziehung. Für ihn war sowas einseitig. Der Beziehungspartner existierte nur als Objekt. Sich einem anderen Menschen zu öffnen oder Dinge zu teilen, kam für ihn gar nicht in die Tüte. So funktioniert das aber nicht. Am 7. Mai 1973 klagte man Ed dann wegen vorsätzlichen Mordes in 8 Fällen an. Ed hatte ein volles Geständnis ohne anwaltlichen Beistand abgelegt. Eigentlich gab es vor Gericht nichts mehr zu verhandeln, aber sein Anwalt spielte noch die letzte verbliebene Trumpfkarte hervor und plädierte auf unzurechnungsfähig. Doch selbst diese Verteidigungsstrategie stand auf wackligen Beinen. Ed wusste sich ganz hervorragend zu artikulieren. Er beschrieb präzise und verständlich, wie er seine Verbrechen geplant und ausgeführt hatte. Welcher Geschworene würde da noch denken, dass Ed verrückt sei? Am 23. Oktober 1973 begann dann die Verhandlung. Gleich zu Beginn traten 3 psychiatrische Gutachten auf. Sie erklärten den Angeklagten übereinstimmend für zurechnungsfähig. Eds letztes Schlupfloch hatte sich damit geschlossen. Der Prozess dauerte keine 3 Wochen. Am 8. November zogen sich
die Geschworenen zur Beratung zurück. Sie benötigten 5 Stunden, um zu einem Urteil zu gelangen. Sie erklärten den Angeklagten für zurechnungsfähig und schuldig im Sinne der Anklage. Der Richter fragte Ed daraufhin, welches Strafmaß er selbst für seine Taten als gerechtfertigt erachtete. Ed antwortete daraufhin, er habe es verdient, zu Tode gefoltert zu werden. Das Urteil lautete schließlich lebenslänglich. Edmund Kemper III. Sitzt seitdem seine Strafe im Staatsgefängnis von Bakerville ab. Im Juli 2007 und 2012 stellte er einen Antrag auf vorzeitige Entlassung. Beide Anträge wurden abgelehnt. So, das war's mit diesem Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen, beziehungsweise ihr fandet es interessant. Wenn es so war, würde es mich mega freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet und mir einen Daumen hoch dafür geben würdet. Und ansonsten schaut euch auf jeden Fall mal meine anderen True Crime Stories an. Und dann würde ich mal sagen, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.